Hallo zusammen, hier ist wieder euer Tilan und ich präsentiere euch heute die 14. Folge von Tilas Mount Farm Guys. Und zwar haben wir heute hier den zweiten Teil, denn im ersten Teil habe ich ja euch schon die restlichen Bosse in Firelands gezeigt und heute gilt es nur noch Ragnaros zu bekämpfen. Und den bösen Buben haben wir da vorne auch schon, Ragnaros himself. Ihr seht schon, den Thresh habe ich vorhin schon weggemacht. Ich habe ja den Empfehlungen von ja meinen Zuschauern Folge geleistet und habe jetzt immer den Thresh schon geskippt, auch bei dem letzten Video. Und hier habe ich ihn auch schon gekillt, bevor ich das Video gestartet habe. Jetzt schauen wir uns einfach mal den Ragnaros-Kampf an. Hierzu aber erstmal das Interface wieder herholen. Ja, wir sind hier wieder im Normal, denn das Mount, das früher in OMHC gedroppt ist, droppt auch im Normal, also sprich, warum sie es künstlich schwierig machen. Ich würde sagen, schauen wir uns das Ganze erstmal an. Ich bin hier auch das erste Mal seit langem wieder. Fangen wir mal als Katze wieder an. Sprich, seit es hier aktueller Content war und ich mir das Mount damals gefarmt habe, war ich hier nicht mehr. Also ich habe keine Ahnung, ob das hier solo klappt. Aber ich denke mal, zusammen werden wir es rausfinden, ob es denn klappt. Meine Magma-Falle. Ich glaube, die Fallen löse ich mal nicht aus, obwohl Fallschaden dürfte jetzt bei mir kein Problem sein. So, jetzt gehen wir doch lieber mal in den Bären. Nicht, dass der mich zu weit runterknüppelt. Ne, also, es gibt ja eine Glyphe beim. So, den Hammer. Es gibt ja eine Glyphe beim Druiden, dass man in allen Gestalten weniger Fallschaden kriegt. Also, selbst wenn ich hier im Bären bleibe, kriege ich weniger. Da ist das alles kein Problem. Jetzt schmeißt er natürlich die ganzen blöden Magma-Fallen auf mich. Aber so das Problem müsste das eigentlich nicht sein. Na genau, bei 70 hat man den Phasenübergang. Jetzt ist halt dann bloß die Frage, wie viel es ausmacht, wenn die Mobs hier durchkommen. Ich lasse, glaube ich, die hinteren mal durch. Weil es war ja so, dass hier so Feuerelementare spawnen. Diese hier. Und umso weniger Lives sie haben, umso langsamer sind die, also werden da durchgeslowt. Jetzt sind schon welche durchgegangen, der Schaden ist eher marginal, also. Gut. Ja, ich denke mal, wenn man das Ganze hier mal C spielt, dann sollte man wirklich gucken, dass man alle tötet. Dazu hätte ich jetzt vielleicht noch Ursatz Vortex skillen können. Also, wo haben wir denn das nette Teil? Hier. Five, Beziehungsweise, ich habe ja sogar four, den Typhoon three, geskillt, da kann ich sie auch nochmal two, zurück one. kicken mit. Tötet euch. So, bei den Samen sollte man sich eigentlich auch vom Einschlagsort entfernen, aber wie gesagt, als Tank müsste ich das eigentlich alles aushalten. Ja, das ist kein Problem. Ich weiß jetzt nicht, ob das noch Rache bringt, ob sie den alten Content auch überarbeitet haben, weil früher war es ja so, dass du, das heißt früher, das ist glaube ich erst Ende Thron des Donners abgeändert worden, dass Voids keine Rache mehr bringen und nur noch die direkte Fähigkeiten vom Boss. Jetzt weiß ich nicht, ob die das für alten Content auch so gemacht haben. Weil früher ist man ja doch mal ganz gerne als Tank, also ich zumindest, um ein bisschen mehr Rache zu stacken und mehr Schaden machen zu können, in der Void gestanden, also absichtlich in der Void gestanden, sogar teilweise nach Voids gejagt, um sich reinzustellen, um dementsprechend mehr Rache zu kriegen und dadurch, ja, natürlich nur wegen erhöhter Heilung, mit einem zwinkernden Auge, nein, natürlich um Schaden zu machen. Hütet euch. Ja. Also die World of Flames hier, also die Flammen, die hier am Boden kommen, die waren aber irgendwie auch schon mal heftiger. Also nicht schwierig waren die nie, aber die sind wenigstens hier mal nach vorne gekommen. Also wenn, dann war das jetzt Zufall oder? So. Jetzt haben wir hier wieder ein paar Ads. Theoretisch kann ich die auch alle durchlassen, aber Schaden haben die nicht wirklich gemacht. Lauf, lauf. So, dann haben wir Ragnaros wieder. Ach so, hier dieses mit dem Lauf, kleines Mädchen, das ist wieder von DBM Sound. Ich hatte einen Debuff drauf, dass ich, ja, seht ihr hier gerade, wenn ich renne, dann hinterlasse ich hier so eine Feuerspur.
Jetzt stehe ich auch gerade in der Feuerspur, deswegen, da sollte man eigentlich rennen, aber theoretisch kann ich mich auch in die Flammen reinstellen. Da dürfte jetzt nicht allzu viel passieren. Schauen wir mal, was passiert, wenn ich im Whirl of Flame stehe. Ja, kratzt ein bisschen. Ist auch nicht dramatisch. Gleich wird's interessant, wenn die Meteoriten kommen, beziehungsweise die Kometen. Wo kommt denn der erste? Der darf dich, glaube ich, nicht erreichen. Ich bin fixiert, kick ihn weg und bin wieder fixiert. Na gut, das war irgendwo klar, ne? Als einziger Spieler. Also eigentlich ist es so, dass man hier Camps gebildet hat früher und dann dementsprechend den Meteoriten immer zwischen den Camps hin und her gekickt hat, dass man einfach nicht so weit laufen musste. Na super. Das ist natürlich jetzt kacke als... Der wird nämlich auch immer schneller, ne? Das ist das Problem. Ach, ja stimmt, Ragnaros ist ja im Normal-Mode, in Anführungszeichen, das war jetzt der Normal-Mode, stirbt er ja schon, ich glaube, bei 10% oder so, also muss ihn gar nicht so weit runterhauen, da hätte ich jetzt einfach auch durchziehen können. Im HC-Mode hat man hier nochmal am Ende eine zusätzliche Phase und da muss ich sagen, die ist echt interessant, also die ist auch tanktechnisch interessant, beziehungsweise auch mit einer Special-Rolle hier mit einem, der löschen muss, also das ist auch schon ein Encounter, der... Ja, komplex will ich jetzt gar nicht sagen, aber schon anspruchsvoll war damals und auch schön zu spielen war, im Gegensatz zu den Bossen in Dragon Soul, die waren jetzt im Vergleich zum Raggi-Kampf eher langweilig. So, schauen wir rein, Loot haben wir hier, Mount ist leider keins drin. Beide ist jetzt nicht allzu tragisch, ist, weil ich es ja wie gesagt schon habe. Gut, das war's schon, ich habe mir jetzt eigentlich gedacht, dass der Raggi-Kampf schwierig ist, das war jetzt gerade mein erster Versuch. War relativ einfach, also ich denke mal, selbst mit nicht so gutem Gear, also ich habe jetzt auch kein Max-Gear, weil ich derzeit nicht raide, aber ja, mit durchschnittlichem Tank-Gear kann man, denke ich mal, hier ganz bequem durchkommen und sich das Mount farmen. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben, beziehungsweise, wenn ihr mehr von mir sehen wollt, abonniert meinen YouTube-Kanal, beziehungsweise, wenn ihr wollt, könnt ihr ja auch auf die Links im meinem Kanal klicken. Ich streame auch über Twitch ab und an. Also schaut einfach mal rein. Euer Tilla. Ciao.